So, weiter geht's mit Genshin und ich habe schon mal das hier Questbuch aufgeschlagen, weil ich gucken muss, was ich jetzt überhaupt noch machen kann und was ich wo machen möchte. So, die Abjure Road bin ich definitiv abgelaufen. Den Kimeno-Tempel eigentlich auch. Mausoleum of King Deshrit eigentlich auch, aber ich gucke da trotzdem nochmal nach, was ich jetzt habe gleich. Opetol, wie auch immer man das ausspricht, da war ich jetzt auch zu Genüge eigentlich. Kashnis Hut. Mal gucken, ob ich da nochmal reinkomme. Müsste ich eigentlich jetzt ja wieder. Das heißt, da kann ich nochmal hin. Duat Hall. Da geht es, glaube ich, hauptsächlich weiter. Oder? Ist das, was ich denke, was es ist? Keine Ahnung. Botanist Hall yawns open like the Neverrealm itself. The guilty or those who disrespect King Deshrit shall meet their destiny here. Versuchst du pass the trial, shall fly over the invisible river and continue onward. Ja, gut. Sekem Hall. Ich frage mich gerade, ist Al-Ahmar auch King Deshrit oder nicht? Moment. Ich jetzt ganz kurz King Deshrit Google. Und im Trivia angucken. King Deshrit. Dann müsste ich ja zum Genshin Impact Wiki kommen. Und dann müssen da ja andere Namen stehen noch. So, Scarlet King. Eremites, Gods, Morning King, Learning, bla bla bla. Jetzt vielleicht unten im Evia-Bereich noch so ein bisschen. King Deshrit, an alternate translation of Scarlet King, used in all occasions of Candace's official introduction, is derived from the Deshrit. Egyptian Destre, the Red One. Red Crown worn by rulers of Lower Egypt. Al-Ahmar ist Arabic for the Red One. Ah, okay. Ja, gut, dann habe ich es richtig. Dann ist er das wirklich. Okay. Had no enemies, for all who paid him no homage. Homage? Keine Ahnung. Would be destroyed by servants that issue from this place and thus be rendered down north but a handful of sand. Place of Rebirth. Das hatte ich auch gemacht. Those who ascend to our will burst into a living flame once again. Like the sun after countless long nights, and they will no longer know the tragedy of age and decay. Place of Breath. Those who ascend to Auron no longer know what is to sigh. What is to sigh. And their word shall come out all joy, while their ears shall be filled with the great deeds of King Deshrit and that bird-like singing. Place of Swallowing. Those who ascend to Auron shall. Ja, Hunger and Thirst. Das habe ich gefunden. Das glaube ich auch. Das habe ich nicht gefunden. Das hier habe ich noch nicht gefunden. Wenn ich Go mache, wo gehe ich? Da. Okay, dann war ich doch schon, oder nicht? Naja, gut. Morning's Deaths, bla bla bla. Habe ich doch schon mal irgendwann gelesen. Okay. Man sich doch so ein bisschen anzeigen lassen, wo man hin muss, kann das sein? So, ich gehe jetzt aber erstmal hier hin. Weil hier müsste ja eigentlich die Verbindung zu wo auch immer hin sein. Ich wollte irgendwas Tolles sagen, aber dann doch nicht mehr. oh. Du bist. Ja. Du bist natürlich böse. Like this und this und hier einfach drauf. So. Was bringt's mir denn, wenn ich jetzt da wieder reinkomme? Was bringt mir das? Nicht so viel bringen, oder? Kann ich überhaupt schon wieder? Nein, kann ich noch gar nicht. Oh. Also, das war. Ja, okay. Okay, dann versuchen wir mal da, wo ich denke, wo ich hin könnte. Guidance to the Place of Swallowing. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Kann das sein? Ja. Aber hier ist doch die Duat-Hall. Der Hall. Ich dachte, hier komme ich dann erst nach Aro selber. Okay.
Das verwirrt mich jetzt wieder dann. Außerdem will ich nach ganz oben auf die Pyramide mal irgendwann rauf. Mal gucken, dass ich diesen Sandsturm da bändigen kann. Fliege und Sieg, Fliege und Sieg, da ist ein Ventilator. Bein gehabt. Würde ich mal behaupten. Das hier ist, glaube ich, der einzige Ort jetzt, wenig noch, wo ich weiter kann, oder? Geht das auch wieder aus? Okay, fliegt dahin. Ach, da ist das jetzt. Halt, 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 halt. Ja, lass mich nach oben. Let me ascend. Ich bin verwirrt. Wo willst du überhaupt hin? Oh nein, da sind Rift Towns. Also, guess you don't need Tearsats or you just have to guess what some others don't state me anymore, huh? Das feels like we are missing something before them bickering, was? Ja, da soll ich hin, aber ich will erstmal kurz hier gucken. This is order. Stabilize. I see everything. Natürlich haben sie mich leaden lassen. Our perseverance has paid off. Ich würde aber behaupten, dass ich da kein solches Essen drinnen lohnt. Dann wär's mal das. So. Zack. Gut. Will ich da schon weiter? Ach komm. Lass dich raten, das ist sogar schon das Licht, was ich jetzt zu dem Ding führe. Ja. Okay. Mhm. Jetzt muss ich noch die restlichen finden. Noch zwei. Okay, aber hier ist sonst nichts. Jo. Wait. Ne, ich kam von hier. Hier ist es noch einmal, hier ist ein Buch. Ach, weil ich's, ja. Ich einfach nicht drauf geachtet habe vorher. Wie jetzt vier. Okay. Okay. Wie komme ich erst rein, nachdem ich das Ding da auch hab? Uff. Muss die Dinger wahrscheinlich durch den Raum hier andauernd bin, oder? Weiß nicht, ob mir das gefällt. Watch out, don't go near there. Macht mir keinen Schaden, okay. Ja. Danke, Paimon, dass du mich wieder nach oben geportet hast. Genau das wollte ich nämlich. Ja. Das ist echt ganz praktisch, weil ich wollte eigentlich ein bisschen höher schon. Hier, die Halle dahinter. Ach, das ist das Ding, was ich dann von da hinten gesehen habe. Hey, scheiße. Even bedrock can be turned to dust. Ach komm, wirklich? Das war jetzt blöd. Komm. Hat keine Ausdauer mehr. Ist ja mies. Oh Mann. Jetzt muss ich mit dem Ding da durchkommen irgendwie. Weil du scheinst, glaube ich, den direkten Weg hoffentlich zu nehmen. Ja. Oder auch nicht.
Zack. Schnell, schnell, ist gerade weg. Ja. Gut. Dein Weg gefällt mir bis hierhin schon mal am besten. Ich finde es aber schade, dass irgendwie in der ganzen Archon-Quest die Wüste echt nur so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist. Immer gut, andererseits, so gesehen, sind alle Gebiete im Wald auch eigentlich stiefmütterlich behandelt worden. Der Wald hat von seiner World Quest gelebt, die Ranyaka Quest halt. Hm. Ist aber okay so. Muss ja nicht alles daran gebunden sein. Durch Liebe und Mondstadt ist man ja auch nicht so hart durchgerannt in der Quest. Also ein bisschen. Aber nicht so, dass es wirklich relevant wäre. So, also 4 Stück. Trau euch nicht. Trau euch ganz und gar nicht. Aber diese fliegenden Steine überall. Euch trau ich eigentlich auch nicht. Könnte wer der Selige sagen, dass sie da nicht irgendwie im Nirvana laufen? So, ja. Ah ja, watch out. Oh, das letzte. Gut. Selige. Sieg und Sieg. Ja. Ja, ist gerade knapp. Aber so ein bisschen geht's. Nein, 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 nein. Hier ist zumindest angekommen, das habe ich gehört. Nur die Frage, wo? Da unten mit einem Abgrund. So. Unsolicited. Gut. And all the more valuable for it. Quake! So. Lass mich dahin. So. Erstmal so ein bisschen durch die Gegend hier ziehen und gucken, ob ich irgendwas sehe. Ja, sie raten, ihr kommt doch gleich sonst bestimmt in den Weg. Stabilize. Oz, reveal thyself. Ja, ja. Oh, ich bin euch gedodged. Kein Dot-Damage bekommen. Nice. Okay, aber hier gammelt immer noch rum. Okay, aber dann ergibt das schon mal weitestgehend Sinn. Da ist die Halle. Und das letzte Lichtlein. Okay. Zack. Auch wenn ich gedacht hätte, dass das Ding eigentlich jetzt nicht ganz so einfach wäre, aber es war nur ein großer leerer Raum eigentlich. Ah, und jetzt muss ich an dem vorbei. Ja, das könnte mit Glück können, das noch funktionieren. Ja. Okay. Aber was ist mit den Dingern da in der Mitte? Hm.
Kann man das eigentlich als Serie bezeichnen, dieses Ding? So ein bisschen? Ein bisschen bestimmt, oder? Hopp. Und automatische Szene und ich krieg mein letztes Symbol. Head to the Great Hall of Truths. Aha. Mausoleum Devs. Okay, da steht mehr Text jetzt. Achso. Ich hätte da in den Raum gar nicht reingekonnt, oder was? Hätte ich gar. Ah, okay. Switch mit Arrow is the Shadow for Remnants, but those who runs witness Kash Nisut should know that the original Arrow is elsewhere at the source of the Sandfall. At the end of the trials. Mortal Plane is like a river between the underworld and our mortals must not cross, must not probe, must. Achso. Aha, habe ich schon mal gelesen. Kommt bekannt vor. Must not probe it, or they shall descend into the underworld forever. In order to ascend to Arrow, one must have a body like that of a vulture and soar above the underworld. One should pack at two different organs in order to obtain the consent of Al-Ahmar and fly across the river in the form of a falcon. Go forth, Resident One, for you shall gain an unalterable form. Go ahead, Sophophilic Ones, for you shall gain everlasting bliss. Go ahead, Abstinent Ones, for you shall fear neither hunger nor thirst. You have obtained full clearance. Except for that abandoned yet nostalgic ancient city. The desert no longer hides any secrets. Aha. Great Hall of Truth, those who bring the praise before King Dashwood who show themselves be full of wisdom and who do not fear the darkness shall come to space and obtain unique gifts here. Ja, gut, den Weg hätte ich auch selber gefunden. So, was ist denn hier jetzt drinne? Okay, das erklärt die Dinger in der Mitte unten. One man's stone is another man's gem. Also sie raten, die fliegen jetzt einmal alle da, dann müssen die alle wieder herfliegen. The hell? Oder ist es der Trigger, um da überhaupt jetzt weitermachen zu dürfen? Also jetzt seid ihr aktiv. Ihr seid immer noch nicht aktiv. Release. Solidify. Ja komm, dann releasen wir bitte alle gleichzeitig. Weil... dann linke ich euch nämlich alle. So. Na, wieder mal erneuern. So. Wie jetzt? Kein Loot. Wow. Ihr seid aus der Kammer alle geflohen, um dann in die Kammer wieder reinzufliegen. Wow. Das nenne ich, ist denn nicht mal was? Naja, geht alle weiter. Irgendwie interessant. Zack. Bin gespannt, was ich hier bekomme. Ob das jetzt alle wieder herfliegen. Vielleicht nur eine Kiste oder so. Und? Noch eine Kiste. A well-deserved find. Okay. Damit der Raum halt symmetrisch ist wieder. Vom Loot. Jetzt hätte ich jetzt vorher nicht in den Raum da reingekonnt? Wahrscheinlich nicht. Ah. Gut. Soll mir egal sein. Jetzt kann ich eh rein. Oh, I've been thinking for a while now. This place feels really important. It's like Storm Terror's Lair, but in the desert. I wonder if Bard sang about this place during King Dashwood's reign. Let's get a closer look. We have reached a place in the Cabernet Stone's Lair. Yeah.
So, hier sind ganz viele Sachen außenrum. Ganz viele Bücher, die noch versperrt sind. Ja. Essensbuff. 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 Ah, den können wir auch einwerfen. Keine Schaden. So, hier sind jetzt außen auch wieder solche Dinger drumherum und die Bücher halt. Und da oben ist die Empore, wo ich vorhin war. Okay. Okay. Man kann da sogar anscheinend so ein bisschen runter. Sollte man das? Ist die bessere Frage. Okay, der Raum sieht von oben, sah der Raum deutlich nerviger aus. Scheint hier aber sich einigermaßen gefangen zu haben. So. Das Device doesn't look like it's working. Maybe it hasn't been used. Blablabla. Might be a switch somewhere. Let's look around here. Ja, also. Hier unten sind halt welche. Oh, what? Rotate Cell. Bringt nichts. Bringt nichts. Kann also nur der sein. Okay. Ja, du gehst jetzt darüber dann halt. Und aktivierst den da. Wahrscheinlich muss ich auf der linken Seite gleich auch noch was machen, auf der rechten Seite. Weil der wieder rüber geht. Warte, war da gerade so ein Dunkelding? Nö. Bin gespannt, ob der da drinnen stecken bleibt. Da oben aktivieren sie jetzt die Bücher. Ach so. Oder ist hier noch einer versteckt? Okay, das Buch ist nämlich jetzt aktiviert, das da hinten wahrscheinlich nicht. Operate. Tate. Bringt gar nichts. Nö. Kann den hin und her schicken dann. Okay. Oh, du bist jetzt auch frei. Ach, muss ich für die Dinger eventuell die Obelisken außerhalb auch gemacht haben teilweise? Kann das sein? Aber wahrscheinlich nicht. Ja. Und die wollten mir weismachen, dass es keiner vorher versucht zu aktivieren. Das ist something from the center of the hall. Promise things a new path. Ja, ja. Wenn wir, sobald ich das Ding hier verfolgt habe. Wo immer das Ding hin möchte. Ich mag die Lichteffekte da oben an der Wand. Die haben was. Aha. Dann muss hier aber auch noch so ein Ding sein. Da habe ich mich doch nicht versehen, glaube ich, auf der anderen Seite kann das sein. Ach so, nee, die haben das freigelassen. Das heißt, theoretisch kann ich jetzt den hier weiterschicken wieder. Auf die andere Seite eventuell. Kann sein. Muss ja eigentlich. Wenn sich Gestein nicht bewegen kann.
Okay. Wenn der aktiviert wird, dann kommt da so eine kleine Leuchtdingens raus und Leuchtdingens kann ich dann den zweiten aktivieren und kriege die Kiste. Ja. Ah, hab ich noch nicht eingebildet, dass ich so ein Ding gesehen habe. Gut. Hä? Wo willst du? Achso. Du willst natürlich jetzt mal dahin aus irgendwelchen Gründen, weil. Keine Ahnung. Gibt Sinn. Flieg und sieg, du kleines Ding. So. Curiosity deserves a reward. Ja, definitiv. So, lass ich raten. Jetzt beam ich mich von hier. Jetzt kann ich mich gleich von hier unten nach oben beamen. Irgendwie sowas. Ja, nein, vielleicht. Okay. Rise! Was wir sparen können. So. Aha. Ein Teleport war es auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise. Ist es Aru? Maybe. This shouldn't be Aru. Right. It doesn't look much different from the underworld we just passed through. Paimon even sees a frighteningly huge device up ahead. Paimon feels that Aru should be more beautiful. Yeah, exactly. It should be at least be filled with greenery like Sumeru City. Oh ja. A time like this, another look at the Stonesack Golden Heart, huh? It's a new line of words here. After flying across the river in falcon form, one must burn the embers of the sun at three place using feathers. Only through this may one obtain the mercy of Al-Ahmar and ascend to Aru. There's more. Paimon's getting annoyed. Why can't King Dashiell just finish expanding without stopping? This is getting exhausting. Don't forget about how Tirzad was maligned. Right, that's right. We're here to make that Sohail guy apologize. Anyway, it isn't time to head back yet. Let's find out how to burn the embers of the sun. Wir hätten ihn mitnehmen müssen, damit er uns das glaubt. Aber naja. Burn embers of the sun ist quäbel nicht. Burn the embers of the sun feels similar to peck at the organs. It probably also means doing something to the big guys here. Ja. Achievements. Walk like King Dashiell's people, obtain permission to go through many doors. Head to the hidden compartment at the top of the mountain of King Dashiell. Dann wären wir eigentlich schon in dem ganz großen Ding oben, oder sind wir jetzt in dem Kern in der Mitte? Jetzt haben wir sind ganz oben drin. Okay. Ich meine, hier ist ja, prinzipiell ist hier ein bisschen Wasser, aber vor allem, wo kommt das Wasser immer wieder her? Man müsste davon ausgehen, dass die Pflanzen das einmal aufgenommen haben irgendwann, komplett. Und dann ist ja eigentlich nichts mehr. Und boah, mir wird gerade wirklich komplett schlecht. Ich hätte mir doch was essen suchen sollen. Das ist jetzt blöd. Das gibt erst heute Abend sonst was. Aber will ich jetzt echt bis heute Abend warten? Ich glaube nicht. Irgendwas muss ich vielleicht machen. Eieiei. Das ist gerade echt kein geiles Gefühl. Komm, einfach nur etwas trinken bringt auch nicht viel. Das ist wie Source, ob ich jetzt kein Light up. Ja, gut. War zu erwarten. Einfach nur alles anklicken, was man findet hier. Ohne Rücksicht auf Verluste, Paimon. So. War schön hell hier oben. Oh. Solidify. Oz, reveal. Nowhere to run.
Es würde wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Schaden machen, wenn ich das Attack Sense nutzen würde. Aber ich glaube, das trägt gerade irgendwer anderes schon, oder? Ne, jetzt hatte ursprünglich. Ne, es hat, glaube ich, Fischl kurz getragen, bis ich es dann weitergereicht habe. Ne, warte mal, Keking trinkt das, glaube ich sogar. Ich glaube, Keking trägt das. Wenn ich mich nicht irre. Mit der Hälfte trinken doch ein bisschen was dagegen. So. Zack. Ich stehe ein bisschen blöd gegroupt, aber ansonsten passt das eigentlich. I'm only something coming from the center of the hall again, we'll get to bla. Start. Was start? Wir wissen, was draußen abgeht. Da ist kein Loch in der Decke gewesen. Ah. Das ist der Boss. Das ist der highest point of Kingdash's Mausoleum. A familiar sight. Just sound all around. How can this be? Someone sees another huge evil looking guy up ahead. Let's go have a look, but we should be careful. Also gerade, ich kann jetzt auch gar nicht aus mich umgucken, weil ich soll jetzt den Boss einmal platt machen. Field Annihilation Array. Gather! Grow, grow, grow! Share my knowledge! Odd reveal! Surrender! Through me, justice is served! Your penance is due! Guilty! Der wird nicht viel aushalten, oder? Nö. Oh, der böse rote Nebel ist weg. Die Familie transformiert sich. Ah. Wüste wurde gesäubert. Jo, das Big Guy ist von dir down. Are you alright? Ah. Hinahida ist die Einzige, die... Ja gut, der Burst ist auch nicht so durch. Also sie hätte voll werden können dadurch. Möchte ich anmerken. Pressure Chest. Hm, wir haben Kamera aber irgendwie empty-handed. Man keeps having a feeling that has to be more thorough than this. The stone state covered in writing. We should take it back to Sohail, but it will be especially when he sees it. Aha. Ja. Okay. Wüste ist jetzt kein böser roter Wirbelsturm mehr. Die Wüste ist jetzt blau und... Ja, refreshed im Endeffekt. Kann man es schon fast sagen. Alter. Überleg gerade, diese riesen Schatten jetzt von der Pyramide hier in der Luft. Die hat man vorher nie gesehen wegen dem Wirbelsturm, der hier alles an Licht verdeckt hat. Kann das sein? Könnte da unten jetzt sehr merkwürdig aussehen. Oder? Arus Schatt. Aha. Ich muss sagen, ich kann die Dinger hier auch noch aktivieren. Aber... Warum? Ich mein... Hä? Was genau wurde jetzt hier gemacht, dass hier immer wieder Sand hergezogen worden ist? Und die Wüste... bewohnbarer zu machen, damit weniger Sand da ist? Keine Ahnung. Into Aru Village. Ja, könnte ich, aber ich will eigentlich wissen, ob ich hier oben noch irgendwas drauf finde, was cool ist. Aber ich glaube nicht. Ah, sind aber alle voll live, gut. Da hinten ist noch eine Platte. Moment. Moment, Moment, Moment. Da ist noch so eine Platte. Pick up. Brauche ich noch für irgendwas? Komme ich hier oben jemals wieder rauf? Wenn ich jetzt runterfliege?
Will wissen, ob ich hier wieder raufkomme irgendwie. Den Fahrstuhl. Oh. Wo ist der Fahrstuhl, mit dem ich hier hochkam? Existiert nicht. Gut. Das heißt, ich komme hier nie wieder oben rauf. Wenn ich jetzt runterspringe, war's das. Okay, Moment. Dann will ich die Theorie mit dem Ding ganz mal kurz prüfen. Ob da oben wohl was drauf ist. Moment. Also ohne diesen roten Tint, die Wüste ganz nett eigentlich aus, oder? Oh Gott, die Weitsicht jetzt da. Wenn jetzt der Sturm weg ist, sieht man auch wieder was. Sieht schon so ein bisschen hart aus, da hinten mit den Gebäuden. Ja. Guck mal, was ich hier fast sonst nicht mitgenommen hätte. Achso, die Daily Expedition ist auch durch. Gut. Jetzt wirklich? Schatten bewegt sich jetzt echt über das ganze Land andauern, kann das sein? Ich sehe es kommen. Geh nochmal in alle Pyramiden rein, wenn der Schatten drauf ist, um dann irgendwas Special-mäßiges zu triggern. Okay. Das ist aber echt so. Schatten travelt jetzt hier echt einmal im Kreis. Ich will ja nicht nach unten nehmen, theoretisch. Nö. Moment. Jetzt muss ich aber die Zeit mal nutzen. Gucken, wie das gleich aussieht, wenn ich das jetzt mache. Ja, Schatten. Ist der Schatten nämlich da? Jetzt darauf hin zulaufe. Läuft man in dem Moment echt immer im Schatten? Kann es sein, dass... Ah, okay. Oder ist es gemeint im Sinne von... Ich hab jetzt gerade echt gesucht, der ist so niedlich. Dass das Ding quasi jetzt echt einfach nur Schatten spendet und man dementsprechend mehr Siedlungen haben kann. Oder man kann an einem bestimmten Punkt eine Siedlung bauen, weil da länger Schatten ist. Irgendwie sowas. Das ist interessant. Gut, bevor ich es vergesse. Oh! Land of Lower Cetek, 100%. Land of Upper Cetek, 100%. Hypostyle Desert. Hypostyle? Wieso eigentlich Hypostyle? Ist das vorher schon so? Ja, ich möchte trotzdem ganz kurz die Expedition einsammeln gehen, bevor ich zum Aro Village gehe. Denn sonst vergesse ich das wieder. Ja. Das Ding ist auch schon seit 5 nach oder so ist auch schon fertig. Also ich habe schon wieder verpennt, so ein bisschen. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Sicher. Ja. Dispatch Character on Expedition. So, nur 9 Stunden losschicken. Zack. Fertig. So. Also, ich bin dafür, dass die hier jetzt das Meerstück auch noch machen.
Und wenn sie das Mehrstück hier machen, hier so, damit das halt irgendwie fetter aussieht, dann können sie auch gleich das Stück hier an Meer freigeben und ein, zwei Inseln platzieren und mit einem Boot hin und her reisen möglich machen. Und theoretisch auch über Port Ormos, theoretisch über das Festland, mit einem Boot, ich glaube, dazu mir schippern kann, um dann theoretisch auch früher nach Inazuma zu können. Auch mit dem Sturm. So. Und das Küstenstück hier halt eigentlich auch nochmal irgendwann. Ich glaube jetzt nicht, dass sie in diese Richtung groß noch irgendwas kommt. Notfalls sollen sie hier halt das Archipel hinpacken. Hier so. Hier nur das Archipel hin. Keine Ahnung. Ja gut, und hier kommt halt dann noch definitiv so ein bisschen was. Fand ich nicht allzu groß. Aber gut, Teleport Waypoint. Zack. So, Opa Uralt. Denn ich glaube, dass andere Leute besser sind als du. Guck mal, ich habe den roten, bösen Nebel entfernt. Zack. Hi. So, Hale. No, I refuse to escort you into the desert. But the mausoleum of King Deshret, which has remained the same for centuries, has undergone an unprecedented change. You saw it too just now, didn't you? I need to make a record. It's also my first time seeing this change. However, the sage has prohibited researchers from entering the desert without his permission. He is tot. I'm not like those rash young researchers. I've dedicated years to studying in academia. The answer is still no. Hello, long time no see. Seems like you're having a nice time in Arrow Village. Huh? What are the two of you doing here? You'd say that I wouldn't pursue the matter. You should stop going around deceiving people. I'm getting old, so my time is way more precious than yours. Besides, I have more important business to attend to, so if you would excuse me. Wanna enter the desert? Wanna get closer to the mausoleum of King Deshret? No, not at all. I would never go against the sage's restrictions. I just want to... Wait a minute. If you are all covered in dirt and you are holding a suspicious stone slate. Did you just return from the desert by any chance? Are the changes in the Mausoleum of King Deshret linked to you? Yes. How can that be? Generations of Vahumana researchers tried everything they could to open the mausoleum's entrance and discover the secrets within. Yet none succeeded, but you two easily... Can I take a look at the stone slate you brought back with you? Sure. Thank you. The force will remember your generosity. Let's say someone that sees against the stones before my blah blah blah. Due to various reasons, practically all the records of the later period of Al-Ahmar's civilization have been lost. Even those that are occasionally dug up are just fragments. I've never seen such a perfect stone slate. No, it's not only me. Even the sage may have never witnessed such a miracle. You were calling us frauds just a short while ago. You really entered the mausoleum of King Deshret as Tirzot's paper described? Yep. It really is true then. In the name of a Humana researcher, so hail, and on behalf of my family, I sincerely apologize. I hope you'll be so kind as to forgive my greatest mistake, ignorance. Wow, what a sudden change of attitude. It's like he's taken on a completely different character, just like the storytellers of Leroy do. Would you allow me to carefully inspect that stone slate? I compensate both of you for it. As for the amount, Before that, let's go someplace quiet so I can take a closer look at that slate. Cool evidence, quest completed. Und ach, jetzt hat er eine extra weitere Folgequest. Okay. Phew, it's a lot cooler here. Mind letting me see the slate? Hey, examines the slate, alternating between frowning and marveling. Hey, you're spending too much time on this. You're not trying to commit a text, memory, and skim on our pay, are you? Sorry, I was just so fascinated. This is my first time seeing writing like this. Any discoveries? Some of it looks like a construction log. It mentions Aru, but there's no way to know. In any way connected to Aru Village, to better records say little more. But this discovery is certainly worth several pages of writing. Thank you very much. Here, as per our agreement.
You're welcome. We should be thanking Tizard instead. That's right. If we weren't trying to prove Tizard correct, we wouldn't have found this late. You're right. Tizard's the one I should be thanking. Yes, indeed. My next step would be to find a bigger collection of primary materials, but it's going to be difficult without going into the desert. Oh, I have an idea. If you have the time, please hear me out. So the hell are you thinking? Sage prohibits any research from going into the desert. No, I wouldn't dare challenge the Sage's authority. But I'm sure he never prohibited the giving of gifts, right? Gifts? What are you going to give us? Something very precious. My archaeology notes. To be honest, I ventured into the desert more than a dozen years ago. I didn't find anything special other than nothing, locations of several potential ruins. I believe it's fate that brought me back here to make your acquaintance on these ruins. I want you to have these notes. Are you trying to... I get it. It isn't against the rules, but I'm afraid your actions would... My actions? I'm simply presenting a gift as a celebration of my friendship with Onisha the Traveler, a big hero, and Paimon the little hero. Isn't that more than fair? I suppose. It's fair indeed. The world of research is way too complicated. He could just have some right out and said he needed our help. Instead, we had to go through this whole charade. If you ask Paimon, he's just afraid that the big guy over there would rat him out to the Sage. Because your world is too simple, Paimon. Oh, Paimon, you actually understood. Of course, he was just short of writing help me all over his face. If we help him now, I'm sure we'll get lots of rewards. Let's take a look at what's written in Sohail's gift. Day 32, it's been a month since I first set foot in the desert. During this month, we have recorded everything that could be discovered outside the mausoleum of King Deshrit. But what's the use of that? Any potential topic has already been written about. And I saw that people were writing extremely niche and incomprehensible papers like the aesthetic preference of structures in Deshrit civilization, an analysis using the pyramidal inclination of the mausoleum of King Deshrit as an example. Länger geht der Titel auch nicht, oder? I knew that the only way to find a breakthrough would be to enter the mausoleum itself. But we couldn't enter the mausoleum. Everyone's patience has been run out, not to mention we're running out of drinkable water. I'll give it another day. Hopefully during our last attempt, things will go according to what the legends say. Drinking water will burst forth from the long, dried well, and the unyielding barrier will finally be shattered. Day 34. I'm returning to Aru Village. Day 35. I can't just leave empty-handed. I have to think of something or else I become a laughing stock. Tag 38. We discovered new ruins, but whenever we try getting closer, a transparent mechanism will push us away, stopping us from proceeding further. I'm absolutely certain that Deshrit created this mechanism to cover up evidence of his tyrannical autocracy. Tag 42. We discovered three more of these transparent ruins, which makes them four in total. However, we still haven't found a way to enter any of them, going to record their locations for now. It's like some kind of illusion. Perhaps a vision is necessary for cracking the case. I need to look into that. Day 45. We have arrived at the Dune of Caruscus. The cone-shaped ruins that look just like a smaller version of the Mausoleum of King Deshrit are located here. I guess I call it the Tomb of Caruscus for now. So, it's a lot smaller than the Mausoleum of King Deshrit. I still find it hard to imagine how Deshrit enslaved his people to build such a structure. Disappointingly, we've encountered the same mysterious power as last time, keeping us from entering. We'll not waste any more time. We'll head back farther into the desert tomorrow and see if we can find a fabled oasis. The archaeological team has been attacked by a group of Aramites. Their cousin says Sutmos. Never heard of that name before. The leaders were two young men. One wanted to kill us all. Surprisingly, the other young man stopped him and let us all go. They seemed like fanatic believers in Deshrit, so they are nowhere near decent. Nevertheless, I hope Deshrit will always bless that young man and that his axe will always remain sharp. Ah, ja, der Vater von dem Mädchen. Den Namen von dem Vieh habe ich mir gemerkt, von dem Apparat Ben. I have no choice but to return to Dakimir and face their ridicule now. To be honest, compared to the mockery, having no improvement in knowledge is more painful to endure. In the boundless forest of knowledge, I am but a snail that has only just crawled onto one of the branches. I've also been thinking the sheep in a nearby area often disappear for no reason. The locals believe that they were swallowed up by the rock formations. They named the place Lamb the Rara Rock. Those Aramites suddenly jumped out from the rocks, then disappeared into them. We draw a parallel between them and the disappearing sheep, and it's become very straightforward.
But that most members might be using a specialized technique to hide themselves, or perhaps there's a hidden cave somewhere. Anyway, I'm going to write down the location first. If I ever return to this place, I'll hire an Eremite from Sudnose as my guide. Looks like he's been having a pretty hard time. He explored the area around the Mausoleum of King Deshrit for a month without obtaining any results. He didn't want to give up and found the transparent ruins. And then he found something a lot smaller than the Mausoleum of King Deshrit, the Tomb of Caruses. Finally, he was attacked by a group of mercenaries in a place called Lamp Devourer Rock. Well, even though he went through all that, he still wrote that compared to the mockery, having no improvement in knowledge is more painful to endure. Sounded like a completely different person. Yeah, seems like he really was in it for the knowledge back then. Pam was a little moved. From that perspective, it wouldn't be an exaggeration for him to call this a precious gift. Let's visit each location mentioned in his notes. If we find something decent, let's bring it back as a gift to him in return. For Hell's old notes. Go deep into desert and explore. Haha, jetzt soll ich in die Kackruinen da rein. Search transparent ruins, 4 von 4, habe ich schon. Enter Slatos to Hail, Hidden Mercenaries. Just remember, search the Tomb of Caruses. Invisible Barrier, talk to the Hail. What the fuck? Moment. So. Mittlerweile tut mir, glaube ich, der Hals gleich so leicht weh. Vom ganzen Reden. Beziehungsweise lesen. Old Notes and New Friends. Aus einer Monster Quest, okay. Sohail's Wish. Go deep into desert and explore according to Sohail's Archaeology Notes. Sohail's Archaeological Notes record his desert adventure in his youth. Some of the ruins mentioned may contain treasures and old documents. Head into the depths of the desert again to look for them. Aha. Jetzt noch tiefer. Na klasse. Invisible Barrier. Talk to Sohail. You have been to the transparent ruins mentioned in Sohail's old notes. Just bring what you found to him directly. Aha. Hidden Mercenaries. So turns out you have explored the Lamp Devourer Rock mentioned in Sohail's notes before. Might as well give the stones that you found there to him straight. Aha. The ruins near the Dune of Caruthus. You have found some old documents there before, so you can just directly give them to Sohail. Ich bemerke, dass ich das schon war. Das ist hier Lamp Devourer Rock? Soll hier gewesen sein, oder? Oder wo war das? Valley of Daris, Sobek Oasis, Dune of Magma, Dune of Caruses, Lamp Devourer Rock. Oder ist sie hier irgendwo im Grün? Das na? Nö, oder von Rana? Lamp Devourer Rock. Noch dich daran, um das zu lesen? Nö, irgendwie nicht. Okay, 3 von 4 Quests habe ich schon fertig. Cool. So, hey. You're back. Did you find anything special in the desert? Explore the transparent ruins. You went to the transparent ruins. Did you find anything? Of course. Be prepared to be thunderstruck. Your current... was auch immer da war. Ah, so King Deshrit did indeed withhold a secret behind that unknown force. I shall get to the bottom of it. This is... Cultus B. Hey, you look pale. Did you discover something terrible? No, sorry, they're not exactly terrible. The writing on the stone slates are complicated, but they're actually records of leaf requests. In addition, the record excuses are not any different from that of the young scholars today. Phew, it's a good thing. I failed to find a way to access the transient ruins back in the day. I imagine that I would have been quite livid. Anyway, I must thank you for bringing the slates back. Perhaps I should go ask around about the excuses people make in Mondstadt. It could be enough for me to write a paper. Time out from a busy schedule on the evolution of the perception of off days in different societies. Ja, fangen wir bei Jean an, die möchte das nämlich gar nicht. oh hey. You're back, did you find anything special in the desert? We explored the Lamp Devourer Rock.
When in a danger, are you? Not that I doubt you could handle any situation, even if you did encounter us at most. You recount the explanation of them to a rock to Sohail gefunden. Mm-hmm. So there's a secret base after all. Wonders at most still managed to rob me despite all the precautions I took. What a bunch of ignorant fools. They claim to worship King Deshut and yet they randomly throw such important relics around. Inexcusable. I must thank you on behalf of the Academia for getting such value. What's up to the sudden throne? Did you run into something difficult to decipher? Just the opposite, really. It's a love poem. Perhaps the slate would be more valuable for those from Haravatat. And already mentioned what titles they'll come up with. And relationship between the development of rhetoric and the process of civilization. Okay. Also, man wird belohnt, wenn man sich vorher schon umgeguckt hat, ohne Grund. You're back, did you find anything special in the desert? We explored the tomb of Caruscus. So you went to the tomb of Caruscus. It's a miniature version of the mausoleum of King Deshwit. Just like I said, right? So any new discoveries? Ja, da war doch nicht viel. Sounds like you didn't find anything special. I guess size isn't the only difference between the two locations. And as for the slate... What is it? So many words, so it's got to be valuable, right? From what I can tell, it's an ordinary fable that features some animals. How can this be? But it's okay, I can still squeeze a paper out of this, albeit a short one. Retreat of the sheep. A preliminary study of environmental change in the desert. Okay. Ja, so Hail's Wish. Ach so. Das ist dann die Hauptquest für die drei. Ey, lol, habe ich echt alles schon fertig. Says Akurda knows Recorder's Desert Adventures in his youth. Some of the ruins mentioned may contain treasures and old documents. Head and this. Ja, waren alle drei. Ja, geil. Also, this is three ruins have been fully explored. I can finally put my thoughts to rest. By then, to celebrate the strengthening of our friendship, I shall prepare more gifts of gratitude for our big hero and little hero. You're welcome. It's nothing really. Plus, you found lots of treasure based on your notes. So how's the paper going? Papers, yeah, even though I've collected enough materials, I no longer depend on churning out volumes. It's a breakthrough I'm after. I must still go into the mausoleum of King Deshut myself. But the sage said... Yes, I get it. It's always about a sage with you. I'm just gripping. That's all. What do you need the breakthrough for? Become a candidate for the next sage, of course. The outside is the difference between a researcher and a sage is that of a small fruit and a larger fruit. In reality, the gap is even greater than the difference between a tilichul and a slime. They're two completely different things. That's exactly it. They are two different things altogether. The sages control the Akasha. Ja gut, in 3.1, wo die Quest aktiv war, da war das Akasha-System noch nicht down. Von mir aus. So virtually have all of us researched by our throats. They could make or break us with just one word. So many people have labored and fought over papers. Some even as old as me. We'd give up our dignity just for a chance to be deemed worthy by the sages. Therefore, I must become a sage myself, for all the suffering I've endured would have been for nothing. I'm sure you'd understand if you were a researcher. No, promising Alicia would be more like the you in the notes. Notes? Yeah, remember what you wrote in your notes? Compared to the mockery, having no improvement in knowledge is more painful to endure. What? I wrote that? The experiences I've had are indeed true. But if it weren't for your reminder, I would have never looked at things from that perspective again. So, you've forgotten all about it. Unisha Paimon, this is a bit abrupt, but there's one more favor I'd like to ask. Huh? Do you want us to look for more stone slates? No. I have enough stone slates. I just feel like reading my old notes again. Please allow me to take back the archaeological notes I gave you. I prepare something else as a gift for you. Sure. Thank you for your help and may your travels be smooth. Also, thanks for reminding me of the time when I was younger. It's a pretty good feeling. Complete. Old Notes and New Friends. Ja gut, das wäre eine lange Quest gewesen, wenn ich mich nicht eh schon in der Wüste umgeguckt hätte. Ist jetzt irgendwie falsch an. So, Hail. Youngsters are so in patches these days.
Still all hot and bothered over here? Why, yes, and what do I have to blame for that? But young researchers continuing to try to warm their way into the desert. Thanks to them, well, Vani and I have to do a few rounds around this place every single day. The heat's turning my legs to jelly over here. I haven't had any time to really look into the stone slates you brought back, for shame. When can I go back to the academia? Andere Frage. War ich mit dir eigentlich schon mal wieder? Ja, ich hab mit den Leuten hier geredet. Ich gehe jetzt nicht mal alle durch. Abu Village ist für mich abgeschlossen. Außer die Quests halt, die noch hier sind. Aber würde jetzt mehr interessieren, ob jetzt das Mädchen noch mal irgendwo wieder ist. Ach, mit euch habe ich noch nicht geredet. Agemni und Kuzum. Do you now understand where you went wrong? Yes, I know. And where was it exactly? I shouldn't have trusted in rumors. I shouldn't have gone babbling to your grandson about that hearsay. Well, that was wrong of you, yes, but is that really the most important thing? What's the point of just knowing things? Do them. That's the important part. Because you're always lounging around at home that you wound up believing those baseless rumors. You're still young, you still got all the time in the world to learn new things. Why don't you follow Citaria's example and go study? Yes, you're right. Yes. Waren die da vorher auch schon oder erst jetzt? Hab ich mit dir schon geredet? Ja, oder? Stechling, are you alright? Achso, ja gut, das war die von dem Typen, die alles rausgibt an jeden. Ja, ja, Talking. Mit dir habe ich geredet. So. Komm ich an die wohl von hier oben ran? Hey. Die Reichweite dafür ist echt gering. Wenn ich sehe, sollte ich es auch packen dürfen. I see everything. Naja. Gut, nee, ich hätte gedacht, dass man jetzt nochmal in Kashnisut reinkommt und irgendwie den Vater nochmal retten könnte. Beziehungsweise überhaupt nochmal mit ihr was macht. Mein Cyrus steht hier auch noch. Und dann leider, warum er der dritte ist. Ist das Rahman? Tatsächlich, der gammelt jetzt hier ab. Ei. Meet again. How have you been recently? Have things settled down a bit for you? Bit is about right, and you? Well, I've actually gotten busier recently. Other than completing the work that Sino has assigned to us, I still have my police protection to worry about. By my lady, I mean Miss Citaria, whom I'm sure you know. She left Akimia recently with permission, of course. She wants to pass on the things she knows to the desert people. Both Lesserlord Kasanali and Sino have approved of this plan, and they've both helped quite a bit too. And this is a blessing that is hard to come by, especially for us, the children of King Dashrit. We must hold it the most dear indeed. Ich meine, ja, zumindest steht da nicht komplett auf dem Sandboden. Das heißt aber auch, eigentlich müsste Citaria ja irgendwie irgendwo hier sein, oder? Wenn er jetzt hier ist, dann müsste Citaria auch irgendwo sein. Ist jetzt doch nochmal Aro Village ablaufen. Bonifaz, habt ihr nochmal? Ah, ich will Cyrus. Aha. Ja, gut, das habe ich schon mal gelesen. Mit euch habe ich schon geredet. Bla bla bla. Ah, hier ist der dritte. Okay. Ich habe ich definitiv fast geredet. Du hast eine Quest. Tut der hier hinten wohnt, steht da hinten an dem Haus mit dem Jungen. Okay.
ist der Wachtyp, der da steht. Hm. Hier sind die beiden Görn. Nein, 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 ja, ja. Wollt damit hoch. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis der wiederkommt. Gut. An den natürlichen Fahrstuhl. Wenn man das als Fahrstuhl titeln kann. Du hast ja einen Smite Drop verdient. Und da war jetzt voll der Game Drop. Eieiei. Zack. Naja, braucht halt relativ lange, um einen Frame zu rennen. Oh Gott, jetzt leckt's gerade. Warum leckt das hier gerade so? In der Opt-out-Nachricht mit dem Smite Drop? Wahrscheinlich. Everyone hold hands. Zack. Ja, so macht Spaß, die Früchte einzusammeln. It's about time to conduct maintenance on the weapons in the warehouse. Okay. I hope those brats can stay put. Ja, ist klar. Für Nahida Skill sind die alle vertont und reden wirklich. Aber wenn man sie anspricht, dann können... Ja, das... Oh, come on. Das einzige Gute an Skyrim und Co. Da wurde ja alles vertont. Im Nachhinein, zumindest. Das ist gut. Die Immersion zumindest. So. Hm. Aber hier ist nicht so wirklich was sonst. Ich glaube, durch den Sandsturm, der nicht mehr existiert, ist die Wüste jetzt irgendwie so ein bisschen blöder, was das Rennen angeht. Ramis, ja. Der Typ halt. Hm. Okay. Oh, eine Stelle weiß ich noch, wo ich noch hin möchte. Ist sie vielleicht hier? Sitaria? Nee. Das ist keine Sitaria. Auf hier nochmal außen rum. Ihr habt lange gebraucht zum. Ah, Sylvani, Mercy of Corpse Society. Please stay away. I'm on a mission here. Hello? I told you I'm on a mission. Stop trying to talk to me. As I said, I would head if I had leisure. If one of your our young researchers goes MAA, it would be on me. Mia? AI? What? MIA. Keine Ahnung, was das heißen soll. Die Abkürzung ist mir nicht geläufig. Okay, aber ich sehe keine Sitaria hier. Mal ruf. Vielleicht ist sie immer nach irgendwo, aber gut. Nee, was mir noch einfällt, was ich noch nachprüfen kann, ist eigentlich da. Das ist der... Nee, das ist irgendein anderes. Hm. Will hier nämlich nochmal rauf, weil da war doch der eine Opa mit dem verdorrten Land. Hat sich da irgendwas getan, nachdem ich die Wüstendinger, also die Oasen, wieder aktiviert habe? Hm. Quake! Wahrscheinlich nicht. Ah, warte mal, ziehen wir dahin. Und dann hierhin und super. Und hier wohnte der doch eigentlich, oder?
meine irgendwo hier. Um die Ecke jetzt. Ja. Na, gucken wir mal. Wer jetzt irgendwie was hat. Hm. Ich vielleicht. Brauche ich hier vielleicht Hydro? Mal kurz gucken. Nein. Hydro hat nichts gebracht. Aber vielleicht redet er jetzt ja mit mir. Why? Where won't they grow? Hello? Now I'm rushing here to say the rares, are you? How many does this make? What's that matters? You don't lack for food or clothing, nor do I have any savings. Whatever you're selling, blah blah blah. Ah. Okay. Nö, dann. Ich hab bei dir noch nichts gemacht. Dann hängt das vielleicht mit irgendeiner anderen Quest noch zusammen. Würde ich von ausgehen. Oh, warte mal. Das ist doch schön hier. Stabilize. Zack. Hm. Gut. Dann würde ich mich noch einmal hier importen wollen. Machen wir mal da. Porte ich mich mal dahin und. Nö, ist jetzt echt immer dauerhaft so. Oder? Wenn ich jetzt da mich import wieder. Gucken. Zack. Ja. Alles tutti frutti. So. Die andere Quest kann ich aber nicht einfach so aufrufen. Das ist blöd. Ist hier eigentlich noch eine Eingangshalle irgendwas? Man müsste meinen. Dass hier irgendwo irgendwas verfügbar ist. Jetzt, wo ich alles habe, eigentlich. Karschnis Hut, könnte ich nochmal gucken, ob das Buch jetzt aktiv ist, wieder draußen. Hört, wir haben das Buffersen hier, wie vor. Let's go find out. Oh, fuck. Okay. Letzte Obelisk. Activate. Mal da drunter? Nö. Ah. Ich wollte gerade sagen. Irgendwas war da noch. Und irgendwo. Hm. Aber eigentlich wollte ich hier gucken. Achso, hier ist wieder Gold und Relikte. Ja, gut. Man kann auch ein bisschen Mora sammeln hier immer. So. Der Fahrstuhl, der nach oben führt, ist eigentlich jetzt relativ egal. Ich meine, irgendwo gab es immer noch kleine einzelne Wege, wo was war, wo ich was machen konnte. Ich glaube, hier war das doch, oder? Das war definitiv hier nochmal irgendwo. Bin ich sicher, dass hier noch Sachen waren, die ich noch nicht machen konnte vorher. Oder habe ich das schon gemacht? Mittlerweile. Okay. Da eventuell. Das war der Eingangsbereich. Ja, irgendwie, das hier kommt mir nicht so bekannt vor. Etwa hier nochmal.
Überhaupt irgendwas? Ah, Pickup. Oh, ein Viererbuch. Oh. Okay. Und so komme ich wieder zu dem Obelisken, den ich gerade noch gesehen habe. Solidify! By Royal Nowhere to run! Der wurde sogar als Boss gelistet hier unten. Ah. Okay. Interessant. Hab ich eventuell auf schnellen Wege schon Fortschritte hier unten wieder entdeckt. Okay. Mark Sacred Seals. Tatsache, noch zwei Stück. Mir fehlen noch zwei. Und dann habe ich immer noch eins übrig wieder. Wirklich? Was ist denn das mal mit diesen Items übrig lassen? Von Pages? Okay. Okay. Weißt du, aber ich komme hauptsächlich nur hier runter. Das heißt aber auch, mein Riecher war richtig, dass hier noch was war. Oh, das kann jetzt dauern. Das kann jetzt dauern. So. Hier so. Aha, da oben. Okay, hier hätte ich auch so hingekonnt. Anscheinend. Interessant. Ja, gut, und hier hatte ich auch noch irgendwas im Kopf. Irgendwas brauche ich auch noch. Oh, liegt einfach so hier rum. Ja, ist klar. Okay. Die habe ich alle gemacht. Kann ich nicht durch die Wand aktivieren? Also die Plattform, die einfach so wegfällt, oder? Ja. Mit dem versteckten Ding. Ach, sind das doch sogar ein Viererwand-Ding. Ja komm, also das schafft man auch so. Und dann ist das der Weg dahin runter. Den man wie auch immer weggemacht jetzt. Irgendwas sagt mir, ich will wissen, was da oben in der Ecke ist. Gar nichts. Fake-Licht. die mit dem Fake-Licht immer. So, hier oben war das. Jo. Und das war's auch schon. Und die Karte hat auch keine weiteren Slates mehr. Nö. Gut. Okay. Ja gut, dann kommen wir wieder hier unten an. Ah. So, Restore. Certainly worth the extra mile. Haben wir noch kein Achievement für Obelisken? Regular readable inscription. This inscription has been made with very deep cuts, as if made using very rudimentary tools. The author seems to have had a very good education, but the awkwardness apparent throughout the writing tales of this person's difficult living conditions. The farthest east and the farthest west are too far from one another. That there should be several thousands and several hundred fools between the two poles to claim kingship. The farthest west and the farthest east are too close to one another, and yet not even one wise person might rule it all. None now know how much time has passed since Grubbard's great spirit of victory was slain.
Now north, but blood and tears weave the lines of kings. The cemeteries of sand were once high walls built by the king's uncles on either side. And more barren still are the lands where trees were forcibly planted. My king is in exile, hidden in the rainforest realm, and I know not where he dwells. The gods' favor and gaze are now forgotten things of the past. The blind hair, worn down by agony's spears, is here. The pitiable father who was blinded by one king and who took in another after makes this vow. Never again to make oaths to a fealty to one mortal. May all those who consume as kings be like their ancestors. May they go down into the dust, buried beneath the sands. We desert folk shall leave the ruins and palace we have grown used to living in. We shall make a new home for ourselves at the edge of this land. That place we shall name Aru, after the ancient dream of the gods. And there we shall quietly wait for Al-Ahmar's revival. Huh. Achievements doch was bekommen? No one knows how these great monuments were built or why they were lost to time. Path to Enlightenment? War das doch für die Obeliske jetzt? Gut. Dann wäre dieser Gedanke jetzt hier fertig. Dann muss ich nochmal da unten gucken am Anfang. Aber eigentlich dürfte da nichts mehr sein, meinen Erinnerungen nach. Ja, die anderen Gebiete habe ich ja alle abgeklappert eigentlich. So Anfang. Kein Bock da noch drunter zu fallen, wenn ich hier mal wieder reinrennen sollte. Prinzipiell kann man hier relativ schnell ein paar Sachen bekommen. So. Nicht runtergerufen. Now back in service, ja. Komm. Komm, komm, komm her. So. So. Einmal nach oben. Und hier war der erste Stein, genau. Was ist mit der Tür jetzt eigentlich hier? Gar nichts. Das ist einfach nur eine Fake-Tür. Und wie komme ich jetzt wieder nach ganz oben eigentlich? Kommt man überhaupt wieder nach ganz oben? Bin so ein bisschen mies eigentlich. Ich meine, ich bin wieder nach ganz oben. Na gut, nicht, wenn wir nur wieder runter. Ja. In den Raum. Warte, achso, hier bin ich, ja. So, das wäre das. Dann wäre der Bereich oben in dem Moment fertig. André, der. Komme ich vielleicht nach oben wieder, wenn ich. War das hier? Boah, jetzt muss ich überlegen, wo das war. Ey, das war die Duart Hall. Dann war das der hier. Ah, da hinten habe ich ja noch ein Ausrufezeichen. Da kann ich auch noch das Stufe 3 Ding aktivieren. So. Das meine ich nämlich. Eigentlich müsste ich doch jetzt hier über das Ding da eventuell sogar wieder nach oben kommen können, oder? Hoffe ich zumindest. Ich meine, es wird ja noch irgendeine weitere Bewandtnis an einem späteren Patch haben, dass wir das hier aktiviert haben alles. Wenn das gar nichts macht, dann weiß ich auch nicht. Ah, es ist echt ein Teleport. Aru-Shut. Okay, so komme ich wieder nach oben. Und jetzt ist sie natürlich auch was. Ja, ist klar, ihr Wichser. Jetzt auf einmal sind hier oben Sachen. Hm. Okay. Lass mich ja nicht zum Ende kommen mit der Aufnahme.
Oh nein, Rätsel. Ach so. Warte, lass ich raten, die Uhren sind jetzt einfach immer nur da, um hier das Hochfliegen hier zu ermöglichen. Okay. Dann muss ich gucken. Du bist mit dem verbunden. Wo abgelaufen? Verdammt. Wow. Da musste ich niesen. Nee, warte, hä? Jetzt doch nicht zum Hin- und Herschalten gedacht? Okay. Switch. Ach so. Okay, warte mal. Mit dir muss ich irgendwas machen. Okay. Hier ist keine Uhr. Und da ist noch ein Aussichtspunkt. Okay. Moment. So. Der wieder nach oben geht? Wir gehen nicht nach oben. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Das Rätsel verwirrt mich. Hardcore. Achso, immer egal. Achso, je nachdem, welche ich anpeile. Ist die Plattform bei was anderem. Okay. Nochmal nach oben. Ist das da runtergesetzt? Allgemein hoch runter. So. Keine Ahnung, aktiviere ich jetzt die. Und aktiviere das. Warte, ist das so eine Einmalplattform, die wieder verschwindet, wenn ich aufstehe? Ja. Okay. Hier auch? Nein. Ja, aber dann, oder? Komm. Muss das wieder eine von denen sein, die verschwinden, wenn ich drauf stehen bleibe? Ja, und jetzt lässt mich das dann aktivieren, dann kann ich das aktivieren. Aha. Und jetzt kann ich die noch gehen oder so? Keine Ahnung. Hier ist ja die Uhr.
Nicht nach oben. Jetzt ist das Ding. Die unten schießen immer noch alle. Die könnte jetzt im Weg sein. Aber... Rise! Wie kann ich darauf kommen soll? Hä? Wie, wo, was? Und sind jetzt alle aktiviert. So. Da kommt man gerade so nicht rauf. Aha. Okay. Muss ich das verstehen? Nicht so ganz irgendwie. Viewpoint. Kann ich nicht drehen? Die kann ich jetzt runterlassen. Bringt mir aber rein gar nichts. Nur sind die gegen allgemein runter. Habe ich die weiter runtergelassen? Nö. Bewegt sich auch nur einfach so von alleine. Hä? Das Ding drehen hier lohnt sich auch nicht. Geht auch gar nicht. Bringt nichts. Glaub's nicht. Ein Genshin-Rätsel, was mich mal verwirrt. Die Ebene unten habe ich doch richtig. So. Der ist nicht frei, weil von da aus keine Laser herkommen. Ist richtig? So, jetzt habe ich den auf Rot geschaltet. So, muss ich jetzt den hier unten drehen? Nö. Muss ich die erst aktivieren oder was muss ich mit denen machen? Oh, die kann man nicht moven. Oh, ja. Das erklärt so einiges. Warum soll ich die nach außen zeigen lassen? Uff. Ich dachte, hier sind fest. Kann man gleich die hier auch drehen? Macht keinen Sinn, die zu drehen. So. Dann gib mir die nach oben. Hm.
Und jetzt gibst du den Weg frei. Du bist nicht oben. Wieso bist du nicht oben? Weil die Zeit zu Ende ist, wahrscheinlich. Ja. Ganz schnell nach oben alle schicken. Ja, ja. Ist schon richtig so. Jetzt. Ist der schon wieder? Gott, wie schnell soll man das denn machen? Rot. Moment. So. Zack. Geh's nach oben. Jetzt hat er sich deaktiviert. Was soll denn der Scheiß? Ja, ist ja gut. Dann gehst du nach oben. Und jetzt gehst du nach oben. Also ich weiß, worauf es hinauslaufen soll, aber das ist doch kacke. Jetzt. Oh Gott. Okay, er geht aber auch wieder runter, sobald ich die Kiste habe. One man's stone is another man's gem. Ich bin davon ausgegangen, dass es einfach dauerhaft da bleibt, aber okay. Ja, das war schon unnötig friemelig jetzt. Aber okay. Dann war ich jetzt hier oben nochmal. Dann komme ich auch immer wieder hier oben hin quasi. Ist also kein Problem. Das sieht interessant aus und ich habe jetzt schon keinen Bock auf das Gebiet, glaube ich. Naja. So, ist hier aber nichts mehr eigentlich. Nö. Sollte nichts mehr sein. Im Energiekern ist, glaube ich, auch nichts mehr. Die Pyramide hat sich natürlich komplett gewandelt einmal. Die Frage. Die Pyramide sich jetzt einmal gewandelt hat, ist im Untergrund auch alles anders? Nee, oder? Ich denke mal nicht. So, Kemenu-Tempel nochmal hin. So. Du kannst immer noch nicht nach oben fahren wieder. Schade. Aber okay. So. Jetzt überlege ich gerade, gab es hier noch irgendwas? Irgendwas klingelt doch hier noch wieder, oder? Hier war. Ah, warte mal. Ah, genau. Hier bin ich nach unten gekommen. Genau. Hier war der Weg nach unten. Das mit den Torn Pages kann ich noch nicht beenden wahrscheinlich, oder? Weil noch ein Teil der Wüste fehlt. Hm.
So. Hier noch irgendwas? Nö, nicht wirklich. Ja gut. Wenn hier jetzt auch nichts ist. Auch noch nichts aus. Hier nochmal gucken. Hier war der Weg, genau, hier war die Seitentür quasi. Für den Weg nach unten. Ach ja, komm. Kannst nicht mal. Und das ging dann dahin aus, okay. Joa. Wenn ich hier hingehe, dann komme ich ja wieder in den Untergrund eigentlich. Ja, sollte. Das ist natürlich die Frage. Ist hier im Untergrund wieder irgendwo irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe? Hm. Gather! Committed to memory! Odds reveal! Okay, der Initial Hit von dem Elemental Skill ist aber echt. Ach, wie sonst was. Uff. Hm. Ja gut, und dann ging es hier nur in die riesige Höhle wieder rein. Also in eine der riesigen Höhlen. Wird dann einfach mal von spontan ausgehen, dass hier nichts mehr ist. Dann würde ich mich wieder nur hier unten überall durchgehen. Dune of Caruscus passt. Die Dune passt. Also eigentlich noch da hinten jetzt das eine Rätselding. Und dann nochmal gucken, ob ich jetzt nochmal in Kashnis Sud rein kann. Wenn nicht, Pech gehabt. Das war nochmal mit der hier. Die hat mich einfach nur nach unten reingelassen, oder? Ich glaube. Die war nur dafür gut. Und die nur für eine Kiste. Mit einem Dekortik, glaube ich. Hm. Na? Yes. Und Pyro. Why? So. Über ein Viererbruch anscheinend. Okay. Muss ich ja noch mehrere davon suchen. Oh, ist klar. Nur einfach diese Kackkiste. Letzte ist dann hier. Jetzt. Ach, das hat nicht gereicht. Oh. Dann sollte es den Gewinkel auch schon so einstellen, dass es lang genug hält. So. Dann kann das nämlich jetzt auch weg. Dann habe ich da eigentlich alles. Da eigentlich alles. Da bin ich in den Untergrund gegangen. Dann habe ich da das freigelegt irgendwann. Ja. Bleibt nur noch Kashnis Sud nochmal überprüfen und. Dann würde ich sagen, bin ich mit der Wüste eigentlich auch so gut wie 100% fertig, abgesehen von den letzten Quests aus dem Aro Village. Aber gut. Die kommen halt dann, wenn ich sie machen kann. Halt, was? Ich kann sie so schon machen, aber mache ich halt dann, wenn ich sie machen möchte. Mal gucken, ob ich mich morgen da so ein bisschen ransetze. Wäre eine Überlegung wert. Außer morgen wollen die Dead Island spielen. Das könnte auch möglich sein, weil ich glaube, dann ist jeder zu Hause an einem Sonntag. Passt also.
Gut. Aha, jetzt ist das Ding hier offen. Open. Ist die Frage jetzt, wenn ich das jetzt wieder öffnen kann, kommt da jetzt noch wieder was mit ihr und ihrem Vater? Oh Gott. Lex, ich habe verworfene Frames. Igitt. Beim letzten Mal, wo ich hier war, war das nicht. Das frage ich mich gerade nur. Aus welchen Gründen darf ich jetzt hier nochmal wieder rein? Oder was soll ich jetzt hier nochmal machen? Ja. Alter, okay. Wow. Jetzt leckt es echt so ein bisschen wieder. Aber ich glaube, nach ganz oben darf ich hier nicht mehr. Quasi, wo Hammer das alles ist. Hier ist sie mich jetzt versperrt und der Aufzug kommt nicht. Oh. Was? Also. Operate. Also. Nee. Was doch? In gewisser Weise. Ja. Ja, der ganze Weg nach oben. Den darf ich nicht mehr gehen, der ist weg. Ich hab nur noch wieder die untere Halle hier. Das heißt, hier war auch das einzige etwas, was ich hätte einsammeln können wahrscheinlich. Das wollte ich gar nicht, aber okay. Hier ist nämlich jetzt noch die Verbindung. Aber hier war ich auch hundertprozentig durch. Unwahrscheinlich, dass hier jetzt noch irgendwas anderes wieder ist. Würde ich mal behaupten. So. Ja. Hier sollte nichts sein, nö. Gut. Nee, das wäre interessant gewesen, wenn man hier noch hätte was machen können. Hier war ich, hier ist noch der Opa. Hier sind noch zwei oder drei Quests im Dorf. Mache ich aber nicht jetzt. Ich glaube, da war ich echt überall jetzt hier. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier auch Schluss. Wobei ich noch die Sumero Reputation Rewards abholen. Moment. Zack. Dann habe ich heute schon 4 Stunden aufgenommen ungefähr. Ja, 4 Stunden aufgenommen. Muss auch nicht übertreiben. Ich habe noch eine Hida-Quest, ich habe noch die paar World-Quests und die Aranara und halt Event-Krams. So. Und dann kann ich halt mit den Leuten noch reden. Miro, Dual Evidence, so Hales Wish. Joa. Looming Sands, ja, das könnte die Quest mit dem Opa sein. Und Aramites im Impressor Wonderful New Life, what? Polish Fatos habe ich immer noch nicht, aber das. Okay. Cassia's Pain, Gift of Compatibility, na gut. Und ein paar Sachen werden noch in diesen Außenposten sein, wo ich noch nicht mit den Leuten geredet habe. 70% World Exploration. Das heißt.
im Endeffekt ja, dass 7/10, ja oder gut, sagen wir mal 2/3, wenn man das jetzt mit Releases sieht, von Sumero released worden sind. Dann kommt noch das Gebiet mit dem Sandsturm. Und danach kommt wahrscheinlich noch so ein Übergangsgebiet zwischen Sumero, Lyra, Mondstadt und Fontaine wahrscheinlich, irgendwie sowas. Gut, und was habe ich hier? Claim Rewards, ja. Bounty, Electro Rest decreased. Achso, ich habe schon die maximale Anzahl gemacht. Achso, okay. Wäre aber interessant gewesen. Naja, dann halt nicht. Mal gucken, ob ich nachher oder allgemein heute nochmal die Nahida-Quest weiter aufnehmen. Wahrscheinlich gegen Abend, wenn überhaupt. Morgen mal gucken, was ich morgen mache. Aber gut, das heißt, ich habe das meiste gemacht. Das heißt, ich kann mich jetzt auch wieder relativ vielen anderen Spielen nebenbei widmen. Hier muss ich noch die Aranaras suchen. Mit den Leuten reden halt. Und das hier habe ich. Ja gut, und ich muss noch diese ganzen Sphären-Dinger machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich mich nicht irre. 7. Kann ich auch mal damit nämlich jetzt machen. Alle Dungeons. Gut, den sehe ich hier an der Stelle erstmal. Ciao und bis dann.